Ich bin Ralph Williams und ich bin Senior Redakteur in der Englischredaktion bei Cornelsen. Es ist eine richtig coole Mischung aus viel Arbeit mit Autoren und Autorinnen. Und dann auf der anderen Seite schreibe ich ganz viel selbst. Das heißt, ich und ein Kollege sitzen zusammen und schreiben lustige, interessante, informative Geschichten über Kinder in Großbritannien, was sie so tun und wie das Leben dort ist. Und beachten dabei auf der einen Seite diese eher sprachliche Sachen, welche Grammatik muss drin sein, welches Vokabel muss drin sein, aber dann auch, okay, was wollen wir mit dieser Geschichte erreichen? Ja, also St. George's, mein Lieblingsbuchladen in meinem Kiez. Das ist in der ersten Linie ein Zweite-Hand-Buchladen. Man kann eigentlich Stunden da drin verbringen, ein bisschen über Bücher quatschen. Hey, hast du das gelesen? Das ist ganz cool. Ich komme aus London, bin in London groß geworden und bin vor ungefähr, ich glaube, 12 oder 13 Jahren richtig nach Deutschland gezogen. Erstmal als Teil des Studiums und dann tatsächlich, um meinen Job bei Cornelsen anzufangen. Ich habe Fremdsprachen immer geliebt und diese Idee, dass in anderen Ländern, dass es Leute gibt, die eine völlig andere Sprache haben und völlig anderes Essen essen und völlig andere Dinge tun und dass ihr Haus ganz anders aussieht als wie bei dir, das fand ich so cool und crazy auch. Und wenn man es schafft, Geschichten in einer anderen Sprache zu präsentieren, also Kindern zu geben, dann hat man auch diese Motivation, dass man die Sprache lernen will, um rauszufinden, was am Ende passiert. I don't blame. Was ich immer wieder richtig cool finde, ist diese Vorstellung, dass die Sachen, an denen ich arbeite, in 8 Monaten, 12 Monaten tatsächlich in den Händen von einer Klasse von 30 Elfjährigen sein werden, die da alle richtig viel Zeit investieren, um sich auseinander damit zu setzen. Also nicht nur diese 30 Kinder vielleicht in einem Klassenzimmer, aber in ganz Deutschland so viele. Ich meine, als Person, die schreibt, man kann sich eigentlich nichts Besseres vorstellen. Das ist eine große Ehre.